Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch meine Backup-Schublade zeigen. Vom Alex die Nummer 2, was ich aktuell da so drin habe. Zum einen habe ich so ganz viele NYX und kleine Liquid Lipsticks. Und zwar aus der Lingerie-Reihe. Da hatte ich mal damals bei Melloflori so ein kleines Bündel gekauft. Da waren einige dabei. Und auch der, ich liebe diesen Trajelet, Trish Lashes oder so. Die Nummer, die mag ich total gerne, die liebe ich sozusagen, also den hier liebe ich, den habe ich auch in der großen Größe und dann gibt es so ganz viele ausgefallene, ich hatte schon aussortiert gehabt, wie gesagt, an diesen kleinen Dingern, da habe ich auch mal ein Paket so gekauft mit, glaube ich, ich weiß es nicht, 20 Stück oder so und habe dann nur noch die heftigsten Töne aufgehoben, die mir so dunkles fast schwarz in lila zum Beispiel gefällt mir sehr gut oder eben so schwarz und grau, also wirklich Sachen, die ausgefallen sind. Das liegt aktuell auch in der Schublade, weil ich nicht weiß, wohin mit diesen kleinen Döschen. Dann habe ich aktuell auch noch was für meine Augenbrauen da drin. Ich bin mich gerade noch am Neufinden, also dazu wird es irgendwann demnächst, ja demnächst nicht, aber wenn ich mal so langsam alles irgendwie teilweise verräumt habe und ausprobiert habe, dann wird es nochmal so ein Update, Schmink-Update geben. Vielleicht verändert sich wieder irgendwas, weil es verändert sich ja ständig was bei mir in der, ja. Das ist so ein Braukit von BH Cosmetics, mag ich sehr gerne. Auch das Augenbrauengel, es funktioniert wirklich sehr gut. Das ist aktuell da drin. Dann habe ich noch ein paar Primer, die ich schon ausprobiert habe. Hier drinne. Und zwar zum einen so ein Benefit, das ist so ein, ja, so eine mittlere Größe, sind 7,5 Milliliter drin, müsste ich auch mal aufbrauchen, ist bestimmt schon ein Jahr her, als ich es gekauft habe. Ja, es ist halt schade, wenn es kippen würde. Dann habe ich den Hydro Primer von Alverde, den finde ich ganz in Ordnung, ja, macht nicht so viel mit mir. Guck gerade, wie lange der gültig ist. Ja, bis 2019. Mal gucken, was ich ja, verteilen werde. Finde ich in Ordnung. Ist aber jetzt kein Primer, der jetzt irgendwas mit der Haut macht, sondern er hält ein bisschen Feuchtigkeit. Ich muss mal gucken im Winter, wie das denn ist. Dann haben wir den Revlon Primer. Das ist der Photo Ready. Ja, das soll ja Poren minimierend und hautglättend sein. Ja, fand ich in Ordnung. Kann ich mir auch vorstellen, mal wieder nachzukaufen, wenn er mal leer ist, weil ich fand, das Gefühl war wirklich so samtig. Also sehr, sehr cool. Dann habe ich den L'Oreal Primer Indefectible. Der war in so einem Bündel damals. Das hatte ich mir zu Weihnachten gekauft und habe meine Payback-Punkte dafür aufgelöst. Dieses Set hat irgendwie 18 Euro oder sowas gekostet. Also war oder ja, 17. Irgendwie war es sehr, sehr teuer und meine Payback-Punkte sind drauf gegangen. Ich finde den nicht schlecht. Ich habe ihn jetzt bis hier ausprobiert. Er macht wirklich so ein samtiges Gefühl. Ähnlich wie der. Das fühlt sich nur so smoothing an. Und der soll auch glätternder Primer für lange halt. Und das finde ich eigentlich in Ordnung. Poren ist ja so eine Sache. Ich finde nicht, dass die Poren mich so stören. Es stört mich nur, wenn das Make-up sich drin absetzt. Genau, ich gucke gerade, wie viel Zeit wir haben. Wir haben ewig Zeit. So, You Better Work Proof, Primer, Gym Proof Primer. Ja, finde ich in Ordnung. Weiß ich nicht, ob ich den nochmal nachkaufen würde. Aber ich finde den in Ordnung. Und je, jetzt werde ich, ich sehe gerade, dass die Verpackungen ziemlich ähnlich sind, nur anders da gedruckt. Seht ihr das? Ist es euch auch schon aufgefallen, wenn ihr verschiedene Produkte kauft, dass die Verpackungen gleich sind, nur die Aufschrift oder die Aufmachung anders da. Genauso wie der hier, der gehört auch zu dieser Reihe. Das ist der Get Ready Pictures Pore Refining. Ja, auch. Der ist durchsichtig und hat auch so eine smooth Konsistenz. Ich finde, der spendet Feuchtigkeit, minimiert aber nicht wirklich die Poren. Ja, keine Ahnung.
Dann haben wir Fresh Fit Awake Primer, den liebe ich, den habe ich auch in dreifacher Ausführung zu Hause. Den mag ich wirklich sehr, sehr gerne, drei- oder vierfache schon mittlerweile. Mag ich sehr gerne und kann ich euch auch weiterempfehlen, wenn der noch da ist. Ne? Dann haben wir hier den Protektion. Ja, ich weiß nicht, warum ihr so mini seid. Ja, den hier. Das ist von W7. Ja, was ist, soll so ein. Ja, der kommt so ein bisschen komisch raus, muss ich sagen. Der ist so von der Konsistenz. Ich kann euch das gar nicht so richtig erklären, wie der ist. Der fühlt sich samtig an, aber er tut nicht wirklich was. Also es soll ja dazu ein Dupe sein, ist es aber nicht. Ich finde, die Konsistenz alleine von dem ist schon anders da. Und ich habe so Zahnfleischprobleme in letzter Zeit, irgendwie seit ungefähr 5 Tagen. Ja, egal. Kann ich euch nicht empfehlen. Würde ich mir auch nicht mehr nachkaufen. Ich versuche den leer zu machen. Ansonsten kommt er mit in irgendein Tauschpaket oder sonst was. Also wer Bock hat zu tauschen, ja, den sortiere ich jetzt mal aus. Einfach mal anschreiben. Ihr dürft euch ruhig trauen. Heute ist übrigens Dienstag und wir haben um die 8 Uhr, 8.15 Uhr. Ja, ich habe noch eine halbe Stunde Zeit, dann müssen wir los. Dann geht es in den Kindergarten. Das sind so noch die Überbleibsel meiner Monolidschatten. Die habe ich jetzt wirklich sorgfältig aussortiert. Und auch Glitter ist dabei. Und auch so ein, ja, Highlights von BH Cosmetics. Die finde ich ja ganz gut. Ja, der kann bleiben. Ich habe noch mehr Primer, das ist nicht so. Aber entweder sind sie gerade in meine Kosmetiktaschen verteilt. Oder ich bin die am Benutzen. Ich habe jetzt gerade geguckt. Oder ich habe sie noch nicht wirklich ausgetestet, so dass sie in die Schublade gelandet sind. Weil die landen erst in der Schublade, wenn ich sie auch ausgiebig getestet habe. Ja, genau das dazu. Jetzt kommen wir mal zu den Monos. Ich habe noch ein paar rumfliegen, aber nicht mehr viele. Ich habe hier einmal so Neon-Glitter. Das wollte ich unbedingt mal für die Nägel benutzen. Und dann habe ich mich umentschieden, dass ich das doch lieber gerne auf die Augen machen würde. Ich habe heute auch so ein bisschen in den Farbtopf gegriffen, weil ich eigentlich schon auf Herbst eingestellt bin, weil ich gar keinen Bock mehr habe auf diese Hitze. Da verläuft das Make-up. Ich habe Bock, mich wieder zu schminken, einfach wieder was auszuprobieren. Ist nicht jedermanns Sache, aber. Mir gefällt's. Ja, wir haben Eingewöhnung. Heute ist der dritte Tag vom Kindergarten. Am Freitag war der erste Tag. Am Montag und am Dienstag ist heute. Genau, der 18. Ja, so sieht es aus. Ich finde es richtig toll. War eigentlich für die Augen gedacht. Dann dieses Teil, das habe ich wirklich schon 11 Jahre. Also meine Tochter ist 10 und das hatte ich gekauft. Ja, okay, mit. Da war sie vielleicht gerade auf der Welt oder sowas. Ja, Schatzi? Ich komme gleich. 10 Jahre alt, also 10 auf jeden Fall. Das habe ich auch schon für sie benutzt und auch für mich. Das ist so, ja, so pearlig. Finde ich ganz schön. Karneval oder sowas. Oder wenn sie als Prinzessin gegangen ist, das war das Highlight. Dann habe ich noch zwei BH Cosmetics Pigmente. Einmal in einem wunderschönen Lila. Das ist übrigens die Nummer Royal Purple. Ja. Die Dinger sind auch gut gefüllt, also ich weiß gar nicht, wann ich das mal leer machen soll. Das werde ich aber auch aussortieren, weil ich sehe gerade, dass ich von NYX eins habe und das ist ziemlich ähnlich, also ist vielleicht ein bisschen dunkler. Ich werde diese Döschen aufheben und werde das aussortieren. Genauso wie ich dieses hier von BH Cosmetics aussortiere, das habe ich jetzt erst gesehen. Also sortieren wir das einfach aus. Das ist Deep Red, wobei. Das gefällt mir schon ganz gut. Also es hat schon Ähnlichkeiten, nur das geht noch ein bisschen ins. Also okay, das behalte ich jetzt noch ein bisschen und entscheide mich dann. Ja. Ja, ich sortiere das noch nicht aus, das Deep Red. Me and My Umbrella, das ist so ein weißer Ton. Ja, die 01 kann man weiß, kann man immer gut gebrauchen. Das werdet ihr auch sehen, so helle Lidschatten.
habe ich ein paar aufgehoben. Hier sind zwei von Kiko. Die rosane Farbe ist die Nummer 13. Das ist aus der ganz günstigen Reihe, wo man nicht rausholen kann. Und dann habe ich noch die Farbe 10. Die sind wirklich auch gut pigmentiert. Mit denen kann man wirklich was anfangen. Die ja, sind wirklich schön. Dann haben wir den Edelweiß-Lidschatten von Cosmetic Cosmo. Den habe ich ja komplett mal aufgebraucht gehabt. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist Cosmetic Cosmo und dieses von Kiko. Die hebe ich auf, weil ich brauche immer etwas, wo ich meine Augenbrauen highlight. Also nicht immer. Heute habe ich jetzt nichts benutzt. Aber im Normalfall benutze ich das. Dann habe ich hier noch das hier aufgehoben. Das ist auch ein. Wie heißt denn das? Ich habe noch so ein Kit irgendwo. Ja, Augenbrauen-Kit. Einmal ist das. Was ist hier da? Okay. So, das ist ein Augenbrauen-Kit von Trended Up in der Farbe 020. Finde ich wirklich sehr schön. Gefällt mir gut, wenn ich das auf die Augenbrauen gebe. Den Pinsel davon habe ich gleich entsorgt. Also ich hatte es mit euch getestet und habe ihn gleich weggeschmissen, weil das einfach nichts für mich ist. Und ein Eyebrow-Brauch-Set von Catrice, das kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Da habe ich auch ein Hit de Pan und bin fleißig dabei, den Rand so ein bisschen abzuarbeiten. Ich hatte mal dunkle Haare, da habe ich den dunklen benutzt. Helle Haare oder jetzt so aschige Untertöne, da benutze ich immer, ja, da benutze ich immer gerne den, wie man sieht. Mag ich sehr gerne, habe ich bestimmt schon seit guten über 5 Jahre. Da, das garantiere ich euch. Dann, wie gesagt, hatte ich mir noch ein Set gekauft. Da habe ich jeweils 5 Euro nur noch gezahlt. Und das ist so ein dunkelgrün, so ein Glitzerflockenmäßig und dann so ein feines Grün. Finde ich wirklich sehr schön. Und den passenden Primer, den habe ich auch in dreifacher Ausführung. Den mag ich auch. Also möchte ich dafür aufheben. Dann habe ich von Kiko die Nummer 3. Von Kiko die Nummer 21. Das ist aus diesen Red and Dry Shadows. Ja, hochpigmentiert sind die wirklich. Also ihr habt auch das, was ihr haben wollt, auf dem Auge. Das ist die Nummer 19 zum Beispiel. Ich hatte mal ganz viele bestellt gehabt, habe jetzt aber auch wieder, wie gesagt, auch mal aussortiert. Wirklich, die Kiste war sehr rammelvoll und nebendran waren noch welche. Ich merke aber, dass ich gar nicht zu den Monos greife. Ist auch eine wunderschöne Rosenholzfarbe. Auch kann man auch gut als Blush benutzen. Ist die Nummer 38. Mag ich sehr gerne. Und dann haben wir noch den Farbton 62. Das ist so ein knalliges lila Bordeaux. Ja, sowas in die Richtung. Dann haben wir die Farbe so ein Orange, ein wirklich sommerliches Orange, fast schon wie meine Nägel. Die Nummer 36 mag ich auch sehr, sehr gerne. Sehr. Die sind wirklich so pigmentiert. Das ist der absolute Knaller einfach. Deswegen habe ich so noch besondere oder ja, nichtssagende Farben noch aufgehoben. Ich hatte der Niki auch eins reingemacht. Die sind wirklich seidig. Also das ist unglaublich, wie man die beschreiben kann. Ich kann euch nicht mal beschreiben. Es fühlt sich einfach nicht kreidig an. Genau, und das ist die Farbe 44. Dann haben wir noch von Wet n Wild ein Eyeshadow Creme Brulee. Wer hat den nicht? Da hat mich, glaube ich, die Melleflori mit angesteckt. Ja, ein wirklich sehr, sehr schöner Ton. Den werde ich auch behalten, weil davon muss ich mich nicht unbedingt trennen. Ich habe mich jetzt von ein paar Sachen getrennt, weil ich einfach so viel in letzter Zeit auch gekauft habe und auch sonst den Überblick auch bei mir nicht so finde. Also ich sortiere jetzt nach und nach immer wieder aus, wenn ich Produkte austeste. Ja, mit trockenen Tüchern lässt sich's gut wegmachen. Ein bisschen Desinfektionsmittel drauf. So, genau, das waren so die Dinge. Dann habe ich noch einen wunderschönen Transition Color. Es geht so ein bisschen ins Beige und Orangefarbene. Fand ich ganz toll. Das ist die Nummer 43. Wirklich ein sehr, sehr schöner Ton, ums Lid vorzubereiten auf weiterführende Farben. Mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Dann habe ich noch einen einzigen von NYX, also zwei von NYX aufgehoben.
Und zwar die Farbe Lull. Ich finde die ultra süß, wollte sie depotten und dann dachte ich, nee, du depottest gar nichts, weil wenn ich die depotte, will sie danach keiner und ich will sie dann auch nicht. Keine Ahnung warum, aber jedes Mal, wenn ich meine Sachen depottet habe, konnte ich damit nichts anfangen, außer mit diesen einzelnen Fännchen. Da steht nämlich der Name drauf und. Ja. Das bin so typisch ich. Ich mache irgendwas, weil ich es für richtig halte und dann lasse ich es. Dann habe ich hier einen wunderschönen Colourpop. Ich hoffe, das ist der originale Colourpop. Jenny, du kannst mir ja gerne sagen, du hast ja einige so Colourpop-Dinger, ob das eine echte Farbe ist, falls du dich damit auskennst. Aber ich vermute schon, weil du ja schon öfters mal bestellt hast oder auch öfters so ein Ding hast, ob das wirklich so ein echtes Teil ist oder nicht. Weil denn die Farbe ist so ultra geil mit diesen Glitzerflocken drin. Also wirklich, da glitzert man. Und es gefällt mir sehr gut. Das ist die Farbe Birthday Cake. Und hier habe ich noch ein letztes Produkt. Ich mache mal das ganze Glitzer ab, sonst sehe ich gleich noch mehr Disco-Kugel-like aus. Den habe ich jetzt einfach da reingemacht. Das ist von Pro Artist. Da hatte ich schon mal in die Kamera gehalten euch. Pro Artist, die Farbe 09 aus der Eyeshadow-Reihe in Matt. Das ist so ein, ja, ich würde so ein Graubraun sagen, eher so in die Taupe-Richtung. Und zwar ist das eben ein Einzellidschatten, den ich erworben habe bei Cosmetic for Less. Und den benutze ich tatsächlich mittlerweile nur noch für meine Augenbrauen. Denn so Grautöne finde ich zwar schön, ich bin mir aber nicht sicher, ob mir das wirklich steht. So kühle Töne, ich bin eher so der warme Typ, Bronzer, ja, so Pfirsich. Ich finde Rosa ist schön auf den Haaren bei mir, aber auch nur, weil es warm ist. Lila zum Beispiel dagegen mochte ich nicht ganz so. Nur wenn es so rosa-lila ist, dann, ich finde einfach, mir steht das nicht so gut. Ja, genau, mir steht es einfach nicht gut. Den werde ich auch für die Augenbrauen aufheben. Somit ist dieses Kästchen schon, die hatte ich mal bei Ikea gekauft. Davon habe ich noch ein paar. Ich weiß aber nicht, was ich damit anfangen soll. Die kommen jetzt mal in eBay kleiner zeigen, die Dinger hier, weil so viele brauche ich jetzt auch nicht. Genau. Dann haben wir noch eins und da sind so meine Creme-Geschichten drin. Und zwar sieht das so aus. Ich zeige euch meinen aktuellen Eye Primer 2 in 1 Eyeshadow von Essence. Das ist die Farbe 01 Nude Beige. Da habe ich ja aktuell dieses kleine Fitzelchen. Das ist wirklich nicht viel. Von, ja, dieses Dunkle, das ist, sieht man auch, dass da fast nichts drin ist. Das ist von Maybelline. Und der Rest ist von dem hier. Und die finde ich wirklich super klasse. Das habe ich mir auch nachgekauft. Und dann habe ich noch die Nude Rose Geschichte hier. 02 finde ich auch super, um das Lid auszugleichen. Das ist wirklich wie ein Color Tattoo. Dann habe ich den Cushion Eyeliner. Ja, damit kam ich nicht so zurecht. Ich fand den ein bisschen zu flüssig. Müsste ich mal wieder testen. Vielleicht komme ich jetzt besser damit klar. Und eine Eye Base habe ich noch vom Trended Up. Das ist so eine nudige, pearlige. Ja, keine Ahnung, hatte ich mal getestet, hat mir ganz okay gefallen, habe ich jetzt behalten. Dann habe ich von Manhattan die Gel-Eyeliner in der Farbe Brown und in Black. Die sehen so aus. Das sind so kleine Pöttchen, mochte ich sehr gerne. Das ist schon meine zweite. Ich hatte das einmal, ist es mir ausgetrocknet. Seitdem lagere ich sie auch Kopf runter. Dann habe ich ja, noch ein paar Color-Tattoos, so farbige. Und zwar habe ich einmal den Farbton Taupe. Ja, das ist, habe ich eine Zeit lang auch für meine Augenbrauen benutzt, bevor die ganzen Pomaden da so rauskamen im günstigeren Bereich. Dann habe ich die Farbe Silver, den hatte ich euch auch mal vorgestellt. Finde ich auch ganz cool. Silvester oder so ausgefallene Looks. Dann hier On and On Bronze ist mein allerliebster, so farbiger. Kann ich euch nur für Nude Looks empfehlen. Dann habe ich hier noch 05 Eternal Gold. So ein goldiger Ton. Wirklich, der geht wirklich sehr schön ins Warme. Der ist wirklich. Ja, ich kann euch das mit den Nägeln gerade nicht so swatchen. Aber wirklich ein sehr, sehr schöner Ton. Dann habe ich einen
Ich würde sagen, so ein Einhornton, was mich da geritten hat, keine Ahnung, weil das ist ja auch so blau-lila. Mal gucken, ob ich den weiterhin in der Sammlung behalte oder ob der weiter wandern darf. Das ist die Farbe Mauve Crush. Und dann die vier letzten noch. Einmal ist das Awaits Green 30. Das ist ein mattes Grün mit einem Schimmer drin. Ja, so ein bläuliches Schimmer, da bin ich auch mal. Es sieht so aus, als wäre der eingetrocknet. Aber bei denen macht das gar nichts, weil man den kann, bei denen kann man das mit Glycerin wieder aktivieren. Dann Endless Purple. Ich trinke mal einen Schluck, irgendwie rede ich so schnell und so viel. Das ist ein lila Ton. Den hatte ich schon mal aktiviert. Ja. Die werden dann auch sehr cremig, aber creasen nicht. Also wirklich sehr, sehr schöner lila Ton. Ich hatte die gedacht, um Cut Crease zu ziehen oder, hatte ich jetzt mal probiert gehabt. Ich finde sie leicht zu trocken. Heute habe ich einen Concealer benutzt und dann mein Lid gecuttet und dann mit so einem, ja, Green Brown jonglierenden Clap Dupe meine Lider bearbeitet. Dann habe ich auch einen wunderschönen Ton und zwar ist es Pink Gold. Da habe ich mich erst gestreckt. Das war der letzte, den ich mir zugelegt hatte, glaube ich. Wirklich sehr, sehr schöne Farbe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Deswegen, das sind noch die Überbleibsel. Ich hatte noch ein paar mehr, habe aber gemerkt, so oft nutzt du die nicht und heb doch wirklich nur die Farben auf, die dir gefallen. Und wo du denkst, dass du sie auch benutzt. Ich habe sogar Backups. Ja, die habe ich auch ausgemischt, weil. Und das ist jetzt die Farbe Metallic Pomegranate. Also eine metallische Granatapfel. Ja, ist das noch anders? Da gibt es dann. Nee, Granatapfel ist Granatpomegranate. Ja, wunderschön. Und somit ist die Alex Schublade Nummer 2 mit euch bearbeitet. Ich hatte zwei Sachen jetzt mal aussortiert. Ja, genau, das war's jetzt. Tschüss, ich wünsche euch einen schönen Dienstag.